herzlich willkommen wieder zu einer neuen Ausgabe von bester-film.de im Internet zu finden auf bester-film.de. Und der Arne und ich, wir sitzen wieder im Cinemax in Kiel im Kapp und zwar diesmal so, dass wir hier auch gesehen werden. Das ist mir hochgradig unangenehm gerade, aber unser Platz hinten ist belegt. Was tut man hier alles für die Kunst? Was tut man genau? Es ist, genau. Zum Beispiel gehen wir in Animationsfilme, in diesem Fall Findet Dory und zwar den Nachfolgefilm von Findet Nemo. Richtig, und Findet Dory hat wieder was vergessen, verloren, versucht, und aber eigentlich nicht sie selber. Und das Ganze dreht sich um Familie. Genau, also es ist natürlich ein Familienfilm, es ist Pixar, es ist technisch schon mal grandios wieder gemacht, das können wir, glaube ich, schon mal festhalten. Zum Beispiel auch schon der Vorfilm, bevor wir zum Hauptfilm kommen. Das habe ich technisch, glaube ich, so als Animationsfilm noch nicht gesehen. Da fragt man sich, ob das nicht doch irgendwie Realfilm war. Oder zumindest so vermischt, ne? So, dass so Realfilme zusammen mit Animation vermischt war, wäre möglich, könnte ich mir vorstellen. Muss man gucken. Also das auf jeden Fall ist das natürlich nicht der Level, der im Film gehalten wird. Aber trotzdem ist der Film natürlich cool gemacht. Aber natürlich nicht auf einem Realfilmniveau, das ist klar. Genau. Und jetzt also Findet Dory, ja, die Geschichte kann man relativ kurz zusammenfassen. Es gibt wieder, man muss wieder sich auf den Weg machen, weil was verloren gegangen ist. In diesem Fall nämlich Dory, beziehungsweise sie selber ist auf der Suche nach ihren Eltern. Und da kommt ihr eben in die Quere, dass sie sich eben immer nur kurz erinnert. Also Dory ist die Hauptperson und zeitweise, finde ich, wird es auch Tick nervig, dass sie immer wieder alles vergisst. Aber nun gut, das ist eben die Story. Und da geht es natürlich wieder über den Ozean. Es geht in ganz fremde Welten. Es geht vor allem in ein Aquarium. Und da findet man viele skurrile Typen. Also das, was auch schon den ersten Teil viel ausmachte. Alles Mögliche an Tieren, die im Wasser leben, in teilweise bajuwarischem Dialekt oder anderem, die dann relativ skurril sind. Und in diesem Fall toppt es vor allem der Krake bzw. Oktopus. Der Septopus, der toppt es, genau. Das ist auch mit der coolste Charakter von allen, das muss man schon sagen. Also die anderen, die bayerisch sprechenden Seelöwen sind vielleicht, also fand ich echt ein bisschen übertrieben, muss ich sagen, von der Art und Weise her. Dann insgesamt, ich würde sagen, dem Film fehlt so ein bisschen die Leichtigkeit. Also das ist immer so bei den Nachfolgefilmen, finde ich auch häufig, die Leichtigkeit fehlt, so dieses, machen wir einfach mal was. Zumindest wirkt es immer so. Und hier ist so ein ganz klein bisschen, nicht so ein ganz klein bisschen, hier ist es tatsächlich so, dass zwischendurch es auch kein Kinderfilm ist, finde ich. So was passiert und wie es passiert, das geht schon, also so verlieren, verlorene Eltern, verlorenes Kind, verlorene irgendwas, das geht schon zur Sache. So emotional, das ist kein Kinderfilm. Und dann hat er auch seine Schwächen, finde ich, der Film. Der Film ist dann, wie du schon sagst, richtig cool, wenn er halt dieses auf das Skurrile abhebt. Und das ist dann richtig nett. Und das wird vor allem am Ende wieder. Also in der Mitte dachte ich mir auch, ja, kommt nicht so ganz ran an den alten. Vor allem da war natürlich, und daran kommt er auch nicht ran, an die Highlights vom ersten. Das war halt so mit Bruce, ne? Und hier dem vegetarischen, hier, ne? Du willst keine Tiere essen, ne? Bruce denkt immer, ja, genau. Also sowas toppt es hier nicht. Aber er wird gegen Ende besser. Und natürlich, also auch wenn du sagst, kein Kinderfilm, ist schon ein Familienfilm. Also Kinder heißt jetzt Kleinkinder. Es passiert auch keinem was Schlimmes, nicht? Also, aber natürlich so gerade so dieser Streichelzoo-Bereich ist, da muss man, glaube ich, als Kleinkind müsste man da erstmal durchstehen. Also das ist schon so ein bisschen auf Grusel gemacht. Mag sein. Vielleicht, ich weiß mal nicht, was die Kinder noch schlimmer finden. Sozusagen, wenn jemand seine Eltern verliert, das finden Kinder meistens auch nicht so geil. Ob dieses grapschende kleine Finger, weiß, keine Ahnung. Ja, aber es löst sich ja alles auf. Ja, es löst sich auf, klar, aber ja. Und wie hat der mit der Septopus ist mit Abstand der coolste. Und wie gesagt, am Ende gibt es eine Verfolgungsjagd, die ist schon cool. Also ist sehr, sehr nett gemacht, also technisch gut. Wobei mir aufgefallen ist, zumindest hier Marvin und Nemo, die wirken so ein bisschen, insbesondere wenn sie also aus dem Wasser auftauchen, wie so Plastikfische. Also das haben sie nicht so ganz hingekriegt, dass die so lebend wirken. Das bei Dory kommt das besser rüber, aber bei den beiden, vielleicht weil die so Furchen haben, das wirkte so plastikmäßig. Auch ich habe mir seine Augenbrauen sind bei Marvin immer aufgefallen. Die wirkten auch ein ganz klein bisschen übertrieben. Es waren zu viele des Guten, fand ich. Aber gut. Also es gibt ein paar Szenen, wo man lacht, aber es ist jetzt auch kein Schenkelklopfer. Also es ist vor allem Geschichte auch. Eine sehr schöne Geschichte. Man kann auch mal ein bisschen Tränchen verdrücken. Also auch das Ende hat, wir wollen ja nicht verraten, aber es ist irgendwie ruhig. Also es ist ein, kann man auch dann sagen, schöner Film an vielen Stellen. Wie du schon sagst, aber natürlich auch mit Dingen, die man vielleicht auch als Eltern jetzt so ein bisschen anders antizipiert. Kinder dann vielleicht auch. Also aber es ist eine, so kann man glaube ich schon zusammenfassen, ohne jetzt schon gleich die Wertung vorwegzunehmen, würdige Nachfolge. Also es passt schon in das Universum. Es ist jetzt nicht ein billiger Abklatsch. Nein, kein billiger Abklatsch, das ist wahr. Aber irgendwie, man erwartet einfach mehr. Weil irgendwie war mir,
Der erste war einfach richtig klasse, das muss man ja auch sagen. Das wird es gewesen sein. Also die Charaktere waren einfach netter. Oder sie waren dann auch neu, nicht? Also, nicht, jetzt weiß man natürlich schon, was so mit den Tieren ist und sie kommen ja ein paar kommen ja auch wieder, nicht? Also so gesehen ist das schon der Neuheitenfaktor, so, nicht? Dass das Innovative ist dann hier dann auch wieder ein bisschen weniger. 3D übrigens war das Ganze, was wir jetzt gesehen haben. Es hat eben diesen Effekt, dass man das Gefühl hat, man guckt in ein Aquarium, was natürlich jetzt ganz passend ist zu diesem Film. Ja. Ich jetzt. Ich nicht. Okay. Und Franzi von Almsieg kam drin vor, allerdings nur als Stimme. Oh Gott, was das sollte, weiß ich auch. Ich glaube wahrscheinlich im Englischen. Ja, im Englischen ist es wahrscheinlich irgendeine andere dort bekannte Schwimmerin. Und da haben sie dann in Deutsch eben Franzi von Almsieg genommen. Ne? Also die hat aber sich selber gesprochen. Ich habe im Abspann nochmal geguckt. Du darfst mal werten. Genau, ich wollte auch gerade sagen, lass uns mal zur Wertung kommen. Also, schwierig. Ich sage mal, ich fand ihn jetzt nicht so übermäßig gut tatsächlich. Insofern 6,5 Punkte. Ja, und ich gebe 7. Und das hat damit zu tun, dass ich ihn gerade so im Mittelteil so ein bisschen langatmig fand. Und natürlich eben, es geht einem nachher auch ein bisschen auf den Senkel mit Dori, dass sie immer alles vergisst. Das weiß man dann ja auch schon. Der Gag ist dann sozusagen, wird nicht neuer dadurch, aber er zieht am Ende wieder richtig an. Und da macht es auch richtig Spaß, finde ich, bei vielen Sachen. Also lange Rede, kurzer Sinn, ein guter Nachfolger, aber er kommt bei Weitem nicht an den ersten Teil ran und ist aber trotzdem schöner Familienfilm für Kinder, die schon etwas älter sind und vielleicht eben mit so einer Geschichte auch die durchstehen und merken, das löst sich nachher ins Gute wieder. Ja, es wird besser, genau. Ja, das stimmt. Also kann man gucken, wenn man den ersten Teil richtig klasse fand, ist man jetzt auch nicht so, dass man rausgeht und sagt, boah, nee, also das hätte es ja nicht gebraucht. Also das passt schon gut da rein. Ja. Viele Vorstrahlungen haben wir gesehen bei diesem Film, von dem wir, glaube ich, nichts gucken wollen. Nein. Da wollen wir nichts von sehen. Aber, na gut, ein, zwei vielleicht, da dachte ich, kann man mal sich angucken. Aber so gesehen kommen aber jetzt in nächster Zeit wieder richtig klasse Filme, nicht? Also hier diese Insel mit den Kindern läuft jetzt an. Die Insel der besonderen Kinder, die glorreichen 7. Dann kommen noch die komischen, der läuft ja schon und nur noch nachts, habe ich, glaube ich, das Gefühl. Und dann kommen ja auch so ein Animationsfilm, der richtig böse ist, mit den Sausages da. Die Welt der Würstchen. Da muss man das nicht mit Kindern rein. Das ist allein schon der Trailer, den lohnt sich mal bei YouTube oder so mal anzugucken. Da merkt man, das ist definitiv etwas, das will man nicht Kindern erklären. Nee, das, warum Speck in der Pfanne schreit, muss man nicht erklären. Nein, genau, und zwar bis zum Ende. Okay, gut, damit sind wir durch. Wir haben heute nichts mehr zu sagen, aber vielleicht beim nächsten Mal wieder. Dann sagen wir auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Der Henry. Und Arne, tschüss. Und tschüss.